Sie haben es gerade gehört, am 31. Jänner ist es soweit. Der Next Generation Award geht das erste Mal über die Bühne und da werden junge Talente aus Österreich vorgestellt, die viel dafür tun, dass die Next Generation sich auch wirklich ausgezeichnet etabliert in der Wirtschafts- und Unternehmenswelt. Ja, jetzt ist wieder eine von den Nominierten bei uns im Studio. Ihr Name ist Chiara Alena Lindner und sie ist nominiert in der Kategorie Demokratie in der Arbeitswelt. Und das aus gutem Grund, denn Chiara Alena Lindner ist Jugendvertrauensratsvorsitzende bei Austrian Airlines und das bereits seit 2020. Und in dieser Funktion hat sie schon einiges auf die Beine gestellt. Sie und ihr Team haben es gemeinsam geschafft, dass die Luftfahrzeugtechnik umgewandelt wurde auf Mechatronik und Fertigungstechnik, was die Zustimmung von allen Lehrlingen im Unternehmen erfordert hat. Also Sie können sich vorstellen, es war kein leichtes Unterfangen, aber mit viel Überzeugungskraft hat sie das dann tatsächlich geschafft und hat damit auch zusammengebracht, dass das in Zukunft eine breitere und vor allen Dingen zukunftsorientierte Ausbildung ist. Und die Mechatronik ist ja definitiv auch eine krisensichere Ausbildung für die Zukunft. Ja, aber nicht nur in dem Punkt hat sie viel getan. Sie ist in ihrer Funktion als Jugendratsvorsitzende natürlich auch immer wieder ein Sprachrohr für die jungen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Unternehmen. Sie dient als Vermittlungsstelle zwischen den Vorgesetzten und den Kollegen und ist da eine richtige Vertrauensperson für ihre Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich ganz besonders, dass Chiara Alena Lindner jetzt bei uns im Studio ist. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich kann mir vorstellen, dass diese Aufgabe ganz schön viel Verantwortung mit sich bringt, wenn man Jugendratsvorsitzende ist. Ja? Dann will man sich natürlich mit allen verstehen, weil man auch nicht das Vertrauen der ganzen Kollegen verspielen will, weil es braucht man ja für seinen Job. Und dann haben Sie sich gleich so ein großes Ziel gesetzt, eben da wirklich die Lehrausbildung so umzumodeln und so zukunftsorientiert umzugestalten. Und dabei brauchten Sie ja Einigung bei allen Lehrlingen. Wie schwer war das? Also das war schon eine große und schwere Aufgabe und allgemein ist natürlich die Aufgabe des Jungvertrauensrates immer ein bisschen mit Fingerspitzengefühl zu betrachten und auch zu handhaben, denn Vertrauen bekommt man schwer und man behält es auch noch schwieriger. Und gerade die Umstellung von Luftfahrzeugtechnik auf Mechatronik war eben ein kompliziertes Thema, da eben alle Lehrlinge, also sprich einstimmig dafür stimmen mussten. Und das ist gar nicht so einfach, weil man muss sich jetzt vorstellen, man wählt einen Lehrberuf, in dem Fall die Luftfahrzeugtechnik. Und das ist der Beruf, den man machen möchte und auch die Ausbildung. Und Mechatronik ist dem artverwandt, aber eben nicht das Gleiche. Und am Ende muss man aber sagen, ist es von Vorteil, dass man auf Mechatronik wechselt, beziehungsweise dass wir gewechselt haben, aus dem einfachen Grund, wir sind zukunftssicher aufgestellt. Es ist ein breiteres Feld, mit Mechatronik deckt man einfach sehr, sehr viel ab und kann auch branchenunabhängig sehr leicht einen Job finden. Ich kann mir vorstellen, dass das auch außerhalb von den Austrian Airlines für ordentlich Furore gesorgt hat, dass sich da die jugendlichen Unternehmen auf die Hinterbeine stellen und einfach mal sagen, so, wir krempeln die Lehre um, wir machen sie zukunftsorientierter, die Next Generation sagt klar, was sie will. Wie ist das im Umfeld angekommen? Also im Umfeld ist das tatsächlich gar nicht aufgefallen. Denn es ist einfach immer Luftfahrzeugtechnik bei der AUA ausgeschrieben gewesen. Und der erste Schritt, auch dass wir auf Mechatronik umstellen, der war ja auch schon von dem Unternehmen gegeben. Also das war schon das Ziel auch vom Unternehmen. Aber es ist halt dann immer schwierig, den Zeitpunkt zu finden. Denn ab welchem Lehrjahr fängt man mit der Umstellung an? Fängt man mit aktuellen Lehrlingen an oder erst mit neuen, die aufgenommen werden? Und wir hatten eben die Möglichkeit, wenn wir das wollen, dass wir halt schon, obwohl wir ein Lehrjahr fertig hatten, umgestellt werden auf diesen neuen Lehrberuf. Wenn wir Nein gesagt hätten, dann hätten wir ganz normalen Luftfahrzeugtechnik abgeschlossen und somit unsere Lehre in diesem Lehrberuf beendet. Wir hatten aber eben die Chance, dass wir auf den zukunftsorientierteren Beruf umgestellt werden können. Trotz alledem ist das nicht so einfach, dann ein ganzes Lehrjahr davon zu überzeugen. Jetzt haben wir schon gehört, Mechatronik ist ein krisensicheres Gebiet. Warum ist das krisensicher und was bedeutet das vor allen Dingen auch für die strategische Ausrichtung von Austrian Airlines? Warum ist es krisensicher? Das ist ganz einfach. Man deckt sowohl die Mechatronik als die Elektrotechnik ab. Mit dem Luftfahrzeugtechniker, der ist zwar artverwandt und man könnte auch in sehr vielen verschiedenen Positionen einen Job finden, aber Mechatronik kennt man erstens einmal in der Öffentlichkeit. Zweitens, man kann sich sehr schnell weiterentwickeln. Der Luftfahrzeugtechniker ist so spezifisch, wenn man die Branche verlassen möchte, dann ist es einfach schwer. Und für die strategische Ausrichtung von Austrian Airlines hat es sicher einen Vorteil, weil einfach noch mehr Aspekte dann da sind beim zukünftigen Facharbeiter. Er ist nicht nur aufs reine Luftfahrzeug spezialisiert, sondern halt im Technischen allgemein. Und ich glaube, das ist gerade für die vielfältigen Aufgaben, die natürlich das Unternehmen auch in technischer Hinsicht abdeckt, weil Flugzeugwartung ist eben nicht nur Wartung am Flieger, sondern es hat ganz viele verschiedene Ebenen, bietet das über längere Sicht sicher einen Vorteil.
unglaublich spannend. Ich finde das auch toll, irgendwie, dass Sie da so zukunftsorientiert denken und sich da so viel überlegen. Und insbesondere deswegen, weil es heißt ja immer die Gen Z, die nächste Generation, ach Gott, was sind die faul. Die wollen ja keine Work-Life-Balance mehr, die wollen nur noch Life-Life-Balance, die sind nur noch an ihrem eigenen Wohl interessiert, die tun nichts mehr für die Unternehmen. Aber ich glaube, das darf man auf keinen Fall über euch sagen, oder? Auf gar keinen Fall. Es ist halt so dieses typische Schubladendenken, das Erste, was einem in den Sinn kommt. Man muss ehrlich sagen, die Generation, sie ist fleißig, sie geht es nur anders an als die Generationen davor. Man muss ehrlich sagen, das ist eine gute Art der Herangehensweise. Denn warum? Sie achten halt auf sich selbst. Es ist nicht mehr dieses Aufopfernde für den Betrieb, für den Job, sondern sie wissen, der Job ist wichtig, denn er sichert mir meine Grundlage für mein Leben, für mein Einkommen, das ich einfach brauche, um ein gutes Leben zu führen. Und das ist ja das Ziel. Die jetzige Generation möchte ein gutes Leben führen. Das wissen sie, dass sie dafür einen Job brauchen, dass sie dafür arbeiten müssen, sich anstrengen müssen, aber halt im Balance. Balance mit Freizeit, mit dem eigenen Leben, mit den eigenen Bedürfnissen. Also dieses Aufopfernde, wie man es noch kennt, das ist einfach nicht mehr der Fall. Und am Ende muss man sagen, profitieren ja eigentlich auch die Unternehmen. Und wenn ich einen Arbeitnehmer habe, der einfach ausgeglichen ist, der glücklich ist, der ein Privatleben hat, das ihn glücklich macht und auch einen Job, mit dem er zufrieden ist, ich glaube, das ist die beste Kombination, dass einer noch als Unternehmer weiterbringt, weil das ist die Quintessenz für einen motivierten Mitarbeiter. Also ich bin total begeistert. Also ich finde alle Ausführungen, die Sie heute hier tun, die sind wirklich zu Recht. Und ich glaube, ich würde, wenn ich jung wäre und bei Austrian Airlines arbeiten wollen, keine andere Jugendratsvorsitzende haben wollen, danke, außer Sie. Also man merkt richtig, dass Sie sich viel überlegen bei dem, was Sie getan haben und definitiv zu Recht für diesen Award nominiert sind. Abschließend darf ich Sie trotzdem fragen, was sind denn Eigenschaften, wo Sie sagen, in Ihren Augen sind das die wichtigsten Eigenschaften, die die nächste Generation, die Next Generation mitbringen muss oder sollte, damit Österreich zukunftssicher in die nächsten Jahre schreiten kann? Also auf jeden Fall Flexibilität, weil nichts ist so schnelllebig wie der Arbeitsmarkt. Aber ich glaube, das ist die jetzige Generation auch, weil sie ist ja auch schon so groß geworden mit einem schnelllebigen Leben. Dann auf jeden Fall soziale Kontakte, und zwar echte soziale Kontakte. Nicht nur auf Social Media, sondern wirklich von Mensch zu Mensch. Das ist ganz wichtig, nicht nur privat, sondern auch im Arbeitsleben. Und was man auf gar keinen Fall vergessen darf, sich auch auf andere eben verlassen können. Das reicht eben vom Betriebsrat über Jugendvertrauensrat, aber auch über die Vertretung in die Arbeiterkammer, dass man da wirklich weiß, okay, ich habe jemanden, der mir den Rücken stützt im Notfall, der mir hilft. Aber das ist natürlich auch eine Information, die müssen Sie auf der einen Seite erhalten. Sie müssen aber auch offen dafür sein, diese Information nicht nur einfach gehört zu haben, sondern auch zu verarbeiten und zu sagen, okay, das stimmt wirklich. Diese ganzen Positionen, die haben einen Sinn, weil Jugendvertrauensrat, das klingt immer so großartig, so hoch, das ist es in Wirklichkeit gar nicht, sondern es ist wie eine Dienstleistung. Wenn du Hilfe brauchst, bin ich für dich da. Und dasselbe ist dann auch später eben mit dem Betriebsrat und generell mit der Arbeiterkammer. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Chiara Alina Lindner von Austrian Airlines, die Jugendratsvorsitzende, vielen lieben Dank, dass Sie heute gekommen sind. Vielen Dank, dass Sie sich auch Zeit genommen haben, das alles so ausführlich zu erklären. Ich bin definitiv beeindruckt, muss viele von den Infos jetzt tatsächlich noch ein bisschen setzen lassen und bin voll Bewunderung, wie junge Menschen in so einem großen Unternehmen so viel bewirken können und mitbestimmt ihren Weg in die Zukunft gehen. Also ich denke, das ist auf jeden Fall ein cooles Beispiel, dem hoffentlich viele in anderen Unternehmen folgen. Wenn Sie zu Hause sagen, ja, Sie finden das auch lässig, was Chiara Alina Lindner da vorangetrieben hat und zusammengebracht hat für die Austrian Airlines und ihre Co-Kollegen und Mitarbeiter, dann geben Sie doch einfach Ihre Stimme. Das können Sie tun auf oe24.at. Da klicken Sie rein und da können Sie in der Kategorie Demokratie in der Arbeitswelt für Chiara Alina Lindner abstimmen. Also oe24.at reinklicken und Stimme abgeben. Vielen lieben Dank an Sie für das Interview. Ich bedanke mich ebenso. Es ist immer gut, wenn man Aufmerksamkeit dafür bekommt, was man macht, weil nicht für die Person selber, aber für die Aufgabe. Das ist oft ziemlich schwer und das ist eine super Chance. Insofern vielen, vielen Dank. Wir sagen auch Danke auch Ihnen zu Hause fürs Zuschauen.